Hallo Leute, Techedi mal wieder hier. Heute zum Thema Grafikkartenvergleich für Simracing. Großer Vergleich ist es nicht, aber ich will den Benchmark, den ich gemacht habe, euch nicht vorenthalten. Ich hatte ja vorher die 4070 und habe mir jetzt eine 4070 Ti Super gegönnt und wollte die aber halt gegen den ewigen Rivalen AMD mal antreten lassen. Hier habe ich dann die 7900 XT zum Vergleich herangenommen, weil die sehr ähnlich vom Preisniveau ist, ein bisschen günstiger meist als die 4070 Ti Super. Warum habe ich mir überhaupt die Mühe gemacht für so einen Benchmark? Da draußen gibt es doch mehr als genug direkte Vergleichstests von den beiden Karten. Hier sehe ich halt immer ein Problem für uns Simracer. Es wird immer nur in den drei Auflösungen mit einem Monitor verglichen, das heißt Full HD, Vico HD und 4K, und dann kann man grob darauf schließen, wie ist die Performance, der Speicherverbrauch. Benchmarks mit Triple-Monitoren oder gar VR kann man lange suchen, da gibt es kaum einen Vergleich. Verschaffen wir uns erstmal einen Überblick über die Leistungsfähigkeit der Karten in diesen normalen Standardtests. Ich nehme für meine Recherchen sehr gerne Hardware-Deals heran. Wie man hier erkennen kann, ist die 7900 XT so im kombinierten Vergleich etwa 5% schneller als die 4070 Ti Super. Schaut man sich die durchschnittliche Raytracing-Leistung an, dann liegt hier Nvidia mit der 4070 Ti Super wiederum 15% vor der 7900 XT. Schaut man auf die kombinierte Preis-Leistung der Midrange- und High-End-Karten, liegt die 7800 XT hier meist ganz vorne. Die 4070 Super ist Nvidias Karte, die man auch aktuell schon für 600 € bekommen kann in Deals. Das wäre die Empfehlung, wenn man wirklich als Low-End für Triple-Monitore starten will, meiner Meinung nach. Die 7900 XT ist hier im Preisvergleich bei 760 €. Straßenpreis gab es die auch schon mal bei MyDeals für glatte 700, ist aber schwer zu erwischen. Und die 4070 Ti Super ist hier mit 890 € eingepreist und ist eindeutig zu hoch. Die liegen jetzt schon alle bei 830 € rum. Ich habe jedoch für meine Palette Jetstream gerade mal 786 € bezahlt. Der Preis entsteht jedoch erst nach Cashback mit Galaxus und Schob. Wie eingangs erwähnt, habe ich die 4070 hier von Gigabyte, die ist Modell Eagle mit den drei Fans, die letzten 9 Monate im Einsatz gehabt und war eigentlich ziemlich zufrieden. Jedoch muss man natürlich zum Beispiel bei ACC schon DLSS 2 aktivieren, ansonsten ist die Framerate schon zu gering. Da komme ich aber gleich im Detail drauf. Zur Karte selber, die liegt ja auf dem Performance-Level einer 3080, hat aber halt ein paar modernere Features mit an Bord. War super leise, gar kein Spulenfiepen, da war ich eigentlich relativ zufrieden. Mit der Einführung der 4000 Super-Reihe habe ich mich dann mal auf die Lauer gelegt und habe mir gesagt, okay, 4070 Ti Super hat jetzt endlich 16 GB Speicher und das ist schon für so ein Triple-Monitor-Setup wichtig. Für, sagen wir mal, ein Monitor-Setup würde ich mal sagen, ist es gar nicht so wichtig, wie manche das immer meinen. Weil ich hatte mit meiner 4070 auch in 4K eigentlich nie Probleme mit 12 GB aktuell. Naja, und wie gesagt, habe ich dann die Karte bei MyDeals gefunden und habe dann mal zugeschnappt für unter 800 € und habe dann mir gedacht, okay, die 7900 XT, da gibt es auch gerade jede Menge Angebote. Die gab es zum Beispiel sogar schon für 700 €, aber da musste man echt super schnell sein. Und die Community, die zerreißt sich natürlich regelrecht jedes Mal. AMD ist so viel günstiger, Nvidia viel zu teuer. Ja, ich finde beide eigentlich viel zu teuer. In der Rasterleistung ist Nvidia auf jeden Fall teurer als AMD. Für uns Simracer mache ich jetzt genau hier den Vergleich. Ich gehe mal kurz auf die Testbedingungen ein. Ich habe ein i5 13600K mit 32 GB DDR4 RAM, 800 Watt Netzteil, 3 WQHD Monitore mit 165 Hertz und zusätzlich teste ich in ACC die Meta Quest 3 und die ist halt schon sehr fordernd.
Als Spiele nehme ich gerade die aktuellen Spiele, die ich gern spiele. Das ist WRC 23 für Rallye, Automobilista 2 für alles Mögliche, gerade echt mein Favorite von der Fahrphysik. Dann natürlich Assetto Corsa Competizione, das in diversen Einstellungen sowie VR und zu guter Letzt einfach mal ein Vergleich Cyberpunk auf Triple Monitor. Zum Aufzeichnen habe ich OBS genommen. Hier konnte ich leider die Videos nur in 4000 Pixel Breite aufzeichnen. Und für die Aufzeichnung der Telemetriedaten habe ich Afterburner in Verbindung mit RevaTuner im Benchmark-Mode genommen und dann immer die Performance bis Turn 1 ausgewertet, Durchschnitt auf Minimum und dann später die 20 Gegner, die ich vor mir hatte, einfach mal wegfahren lassen, damit ich keinen mehr in Sicht habe und dann nochmal ungefähr 1-2 Minuten gefahren und daraus dann den Mittelwert genommen für ja, Average FPS als auch die 1% Low, die hier jetzt rot angezeichnet sind. So, kommen wir mal zu den ersten Ergebnissen. Hier in WRC, mein links ist 44070, in der Mitte 4070 Ti und rechts die 7900 XT. Und man sieht bei dem Spiel, das ist High Preset ohne DLSS, dass die 7900 XT tatsächlich ja, so im Dreh die 5% mehr Leistung hat gegenüber der 4070 Ti Super. Und ja, natürlich noch mal ein Stückchen mehr gegenüber mit der 4070 Non-Super. Die 4070 habe ich hier bei dem Spiel bisher dann immer auf High und DLSS gefahren. Deswegen kommen wir hier jetzt mal zu dem Setting Ultra Preset. Das heißt wirklich alles hochgedreht auf Triple Screen, aber mit DLSS und FSR aktiviert. Und da dreht sich das Blatt, wie man in den Ergebnissen sieht. Die 4070 Ti Super ist deutlich schneller als die 7900 XT. Ich hatte im Video hier noch Drops auf 30 FPS in den 1% Lows. Da sieht man manchmal so komische Drops. Ich habe danach nochmal das Spiel neu gestartet und dann war es komischerweise weg. Deswegen, da hatte ich nur noch 78 FPS bei den 1% los. Bin mir nicht sicher, was da war, aber nach dem Neustart war es weg. Habe ich aber leider halt nicht noch mein Video aufgezeichnet. Kommen wir hier mal zu einer deutlich älteren Engine in Automobilista 2. Die Engine ist zwar älter, aber bekannt dafür, dass sie gut aussieht und extrem gut funktioniert. Also besonders gerade in VR ist Automobilista bei vielen wirklich der Favorit. Settings habe ich hier ziemlich auf Max gestellt. MSAA auf hoch, nicht das alte SLAA oder wie das hieß. Und ja, hier fällt stark auf, dass Team Grün deutlich vor AMD liegt. Die AMD performt hier so schlecht wie eine 4070, also nahezu, also minimal schneller. Also hier ein riesiger Vorteil für Nvidia. Ich weiß auch gar nicht warum, aber ihr seht es ja selbst im Video als auch ja, in meinen zusammenfassenden Balken. Ich kürze das Video an dieser Stelle ab. Da ich hier noch ein bisschen länger gestanden habe, damit auch alle Fahrzeuge ja, ein bisschen davonfahren, um auf die Werte im obersten Balken zu kommen, das heißt ohne Gegner in der Nähe. DLSS unterstützt ja das Spiel nicht, auch FSR nicht, deswegen switchen wir zur nächsten Sim. So, kommen wir mal zu ACC. Hier direkt die erste Überraschung. Die 4070 Ti Super performt deutlich besser als die 7900 XT. Was mir hier auch aufgefallen ist, schaut mal oben rechts in den Speicherbedarf. Die 7900 XT genehmigt sich hier über 15 GB GPU RAM. Und die 4070 Ti Super, 16 GB hat sie, nimmt hier nicht mal 12. Und das ist auch mein Empfinden auch mit der 4070, mit der alten, dass man hier also auch mit Triple Screen eigentlich nicht wirklich die 12 GB reißt.
bin auch meistens mit der 4070 in High Preset plus DLSS gefahren und dann hatte ich eigentlich mal gut über 100 FPS. Auch hier kürze ich das Video ab für die Fahrt ohne die Gegner. Kommen wir zum Epic Preset. Hier auch eine Überraschung, ne? Rasterleistung, AMD immer besser. Ja, irgendwie nicht so wirklich auf Unreal Engine in ACC. Da performt einfach Nvidia so viel besser. Ich weiß es nicht, ob es wegen der Engine ist oder wegen Triple Screen oder der Auflösung. Also die 7900 XT ist hier knapp über dem Niveau von der 4070, wahrscheinlich auf dem Niveau von der 4070 Super und die 4070 Ti Super, die performt deutlich besser, also auch ohne Upscaling, ohne DLSS. Hier 74 FPS beim Start und ich hatte später auch über 90 ohne Gegner. Kommen wir nun zum Epic Preset, aber mit aktiviertem DLSS oder FSR auf der Stufe ausgewogen. Und hier auch schon wieder eine Überraschung für mich. Ich hätte erwartet, dass Nvidia deutlich besser performt mit DLSS, hat man auch bei WRC gesehen, aber bei ACC irgendwie nicht. Hier performen beide ungefähr auf selben Level. Und das ist auch ungefähr ja, die Settings, die ich aktuell fahre. Ich finde, DLSS sieht echt gut aus. Da komme ich gleich auch noch hin zum Vergleich. Und so habe ich eigentlich super konstant meine 100 FPS meistens, weil 20 Gegner habe ich selten vor mir direkt. So, zu guter Letzt habe ich auch ACC in VR getestet. Das ist in ACC ja bekanntermaßen echt schwierig, da ein gutes Bild hinzubekommen. Ich habe das Epic VR Preset genutzt. Man kann natürlich hier und da Schatten runterstellen, dann wird die Performance besser. Und bei der Quest 3 habe ich im ersten Test die Resolution auf 1.0 gelassen und 90 Hertz. Das sind so die Stockwerte. Hier sieht man, dass die 4070 eigentlich auch schon halbwegs gut performt. Außer sie droppt manchmal runter auf 45. Tiefer droppen die nicht, weil da irgendwie Meta was eingebaut hat, dass die Brille, glaube ich, irgendwas abskaliert. Oder ist es dieses Performance Overlay von der Oculus Software, dass das nicht weniger anzeigt. Also kann sein, dass die Drops sogar noch geringer sind. Was aber sichtbar ist, dass die 4070 Ti Super da deutlich konstanter bleibt und keine Drops unter 75 hat. Und das ist tatsächlich dann echt gut fahrbar. Im zweiten Test habe ich dann die Resolution auf 1.2, also 20% angehoben. Und es ist direkt natürlich deutlich mehr Rechenleistung an Pixeln. Und ich habe auch die Framerate der Bildschirme auf 120 erhöht. Und hier ist dann die 7900 XT extrem eingebrochen und auch schon subjektiv. Fand ich mit den Ergebnissen links war die 7900 XT nicht wirklich brauchbar, eher so auf dem Niveau von der 4070. Also da ist die 4070 Ti Super ein deutliches Stück im Vorteil und man kann da deutlich konstanter fahren. Die Performance, also auch einfach optisch, sieht einfach besser aus. Das kann man kaum beschreiben, aber das ist jedes Mal so, wenn ich mal AMD in VR ausprobiert habe, im Vergleich ist das irgendwie schlechter, auch von der visuellen Qualität. Ja, rechts auch nochmal der Hinweis, also unter 60 Frames ist es nicht gefallen, aber im Performance Overlay hat man gesehen, dass die Zahlen ins Negative gingen, was Performance Overhead angeht. Ich vermute, wie gesagt, da entweder das zeigt einfach nicht weniger an, aber da war die 7900 XT auf jeden Fall noch mal schlechter am Performen. Zu guter Letzt habe ich mal Cyberpunk einfach auf dem Triple Monitor ausprobiert. Das fühlt sich tatsächlich ganz geil an. Man guckt eh nur nach vorne. Und da mal einfach den Benchmark, den eingebauten, laufen lassen auf High. Da sieht man, dass die 7900 XT minimal besser ist bei den Average FPS, aber auch halt nur 3 FPS, dafür in den Lows etwas schlechter. Und dann habe ich den Test einfach nochmal durchlaufen lassen, aber dann auf Ultra Raytracing Preset mit DLSS 2 oder FSR.
weiß gar nicht, ist es FSR2, aber dasselbe auch wieder auf ausgewogen. Und da sieht man natürlich, dass da Nvidia deutlich nach vorne zieht, aber das ist auch bekannt aus den anderen Tests. Noch ein Aspekt habe ich gemessen, und zwar den Stromverbrauch. Hier habe ich nur den PC gemessen ohne Monitore und da komme ich auf 46 Watt Mehrverbrauch bei der 7900 XT einfach nur im Idle und 88 Watt Mehrverbrauch beim ungefähr der typischen Last. So, zu guter Letzt habe ich die Preis-Leistung aus meinem Test, nur aus meinem Test mal zusammengerechnet. Und ich bin gerade hier jetzt Ende Februar bei den Preisen von 520 € für eine 4070, die man bekommen könnte. Ich habe für meine 4070 Ti Super 786 € bezahlt. Wenn man die UVP nimmt, ist es natürlich höher. Und eine 7900 XT sehe ich immer wieder um die 750 € rumfliegen. Manchmal geringer, aber das ist schon sehr selten und schwierig zu bekommen. Und wenn ich meine Average FPS nehme und die hier dann vergleiche, komme ich halt drauf, dass die 4070 Ti Super sogar die bessere Preis-Leistung hat als die 7900 XT. Wohlgemerkt für diesen Use Case, für diese Spiele. Wenn man jetzt iRacing spielt, kann sein, dass es auch schon wieder anders aussieht. Ja, die 4070 ist aktuell wirklich so die beste Preis-Leistung von Nvidia, würde ich mal sagen, bei neuen Karten. Bei gebrauchten Karten, klar, eine 3080 kann man gut schießen. Die 3090er, die liegen bei 700 € rum gebraucht, da würde ich euch echt nichts empfehlen. Aber kommen wir jetzt mal jetzt hier zum Fazit. Zu guter Letzt will ich auf die Upscaling-Technologien von Nvidia und AMD eingehen. Ich habe hier eine Position in ACC ausgewählt und dann auf epischen Settings mal ein Vergleichsbild hier jetzt angefügt. Und wie man sieht, bei Nvidia, bei der 4070 Ti Super, sieht das DLSS 2 fast genauso gut aus wie ohne DLSS. Aber schaut euch mal das FSR-Bild an. Also ich finde, FSR ist für mich absolut nicht nutzbar. Es ist deutlichst schlechter. Also ich weiß nicht, wie man das gut finden kann. Ich hatte die Info bekommen, dass AMD hier besser geworden ist. Also ich habe das jetzt hier in ACC als auch in WRC verglichen und es ist deutlich schlechter. Ich würde es nicht aktivieren und das ist auch immer meine Meinung. Wenn ich Nvidia-Karten nutze, seit der 3000er Generation, aktiviere ich immer DLSS 2. Das sieht gar nicht schlecht aus. Auf ausgewogen oder Qualität hat man da kaum Einbußen, bis gar keine Einbußen. Und man boostet seine FPS hoch. Bei AMD, ja, da muss man halt dann auf die Rasterizing-Leistung sich verlassen, weil der Upscaler sieht einfach furchtbar aus. Also besonders in WRC zum Beispiel, da sind dann auch die Bewegungen, entsteht so ein körniger Schlier dann an den Wänden, zum Beispiel wenn man in Monaco fährt. Das kriege ich auf dem Video nicht gut erfasst, weil ich... Ja, sei es drum, auf jeden Fall Nvidia ein riesiger Vorteil an der Stelle mit den Upscaling-Technologien. Ich habe auch in Cyberpunk mal DLSS 3 aktiviert. Einfach, ja, ist eh ein Singleplayer-Game und ey Leute, ich sehe da keinen Unterschied und das boostet nochmal locker 30% die FPS hoch. Und bei AMD sehe ich sofort, wenn FSR an ist. Ich habe auch ein Steam Deck und da läuft immer FSR, weil das Ding hat nicht so viel Leistung. Da akzeptiere ich das auch. Aber nicht, wenn ich an einem 4K-Bildschirm sitze oder halt auch in meinem Rig. Da will ich flüssige, saubere Auflösung haben. Und da muss ich sagen, mit DLSS 2 fährt man einfach so viel besser. Es ist performanter, es sieht einfach so viel besser aus. Bei AMD würde ich es nicht aktivieren. Mein abschließendes Fazit, Nvidia versus AMD. Es lässt sich auch, glaube ich, gut übertragen auf eine 4080 versus eine 7900 XTX. Ich bleibe bei Team Grün. Ich war früher ganz lange Zeit immer bei AMD, weil es einfach die bessere Preis-Leistung hatte. Aber seit den RTX-Karten, ich glaube seit der 2000er Generation, bin ich bei Nvidia gelandet und es ist teuer. Ich weiß, leider macht es AMD auch nicht so viel günstiger, dass es sich wirklich lohnen wird. Die müssten fast nochmal einen Huni
überall runtergehen, jetzt gerade in der Region, dann wird es nochmal interessant werden. Ja, Rasterleistung und mehr VRAM, immer die Argumente von der einen Fraktion. Mein Argument dagegen ist, bessere Leistung, auch trotz weniger VRAM, sinnvollere, ja, Architektur wahrscheinlich und eine bessere Gesamtlösung mit der gesamten Tensorkern, mit der Software, sprechen absolut für Nvidia. In meinen Ergebnissen hier insbesondere sieht man, dass da halt natürlich die 4070 Ti super deutlich besser performt hat. Das muss ja nicht immer so sein. Ich kenne zum Beispiel die Ergebnisse bei Warzone, ja, und man spielt nur auf einem Bildschirm, da ist AMD natürlich super. Aber für mich ganz klar, DLSS-Qualität pro Nvidia bei den Upscalern, deutlich mehr Features dabei, stabilere Treiber. Ich hatte noch nie Treiberprobleme, wenn ich an meine AMD-Zeiten denke. Die sind natürlich schon ein bisschen länger her. Gab es immer wieder Probleme. Die sind nicht so gut irgendwie abgestimmt, manchmal auch auf die Spiele. Ich werde auf jeden Fall, ja, bei Nvidia bleiben und schreibt mir in die Kommentare, was ihr hier von meinem Test haltet. Der war jetzt echt umfangreich und echt aufwendig. Muss ich mir schwer überlegen, das nochmal zu machen. Und Respekt an alle YouTuber, die so Grafikkartentests machen. Hat mir aber auch trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen an hilfreiche Informationen, die man sonst nicht so leicht bekommt. Für mich war es selbst eine, ja, Information, die ich mir geschaffen habe, weil klar, ich nehme immer das, was eine bessere Preis-Leistung hat. In dem Fall aber bleibe ich auch bei dem teuren Team Grün. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und man sieht sich im nächsten Video. Ciao. On your right, right side is clear.